8. Anni hat das Frühstück schon vorbereitet. Wir können es heute nach der langen Tour gestern gemächlich angehen lassen. Nach dem Frühstück ist alles gepackt und so können wir vor der Alm die von der Galflun-Alm kommende Gruppe empfangen. Es ist zwar bedeckter Himmel, Niederschlag ist nicht angesagt. Servus, tschüss! Monate später wieder Treffpunkt an der Lercheralm. Ich will auch mit. Ach ja, jetzt dürft ihr. Spaghetti! Nach dem Gruppenfoto der knapp zweistündige Abstieg nach Wenz im Pitztal. Ab da wartet wieder ein Bustransfer ins hintere Pitztal auf uns. Auf breitem Forstweg geht es nach Wenz. Da kann schon mal nebeneinander gegangen und gequatscht werden. Dabei wurde auch zurückgeblickt und der Tenor war, dass der Aufenthalt auf der Larcher- und Galflunalm eine sehr gute Wahl war und eine willkommene Abwechslung zu den Berghütten darstellte. Es sollte aber noch besser kommen. In Wenz dann mit dem Bus ab ins hintere Pitztal bis zum Gletscherstück. 5 Minuten. Nachdem das Gepäck wieder mal mit der Materialseilbahn zur Braunschweiger Hütte transportiert wurde und es erst 11 Uhr war, kehrten wir noch zu einer Stärkung ein. Die rund 3 Stunden Aufstieg zur Hütte machen wir doch mit links. Der ging also bis vor 100 Jahren noch bis da runter. Ja? Und jetzt. Der Gletscher ging bis hier runter. Bis hier runter. Linker Hand des Gletscherbachs zieht sich der Weg nach oben. Gletscherwasser stürzt in Kaskaden tosend zu Tage. Eine Unterhaltung ist nur möglich, wenn man die Stimme erhebt. Der Wasserfall liegt nun schon weit unter uns. Der Steig nimmt nun an Steilheit noch zu. Die Hände werden zur leichten Kletterei gebraucht.
Jetzt ist auch ein Blick auf die teils wolkenverhangene Wildspitze möglich. Halbwüchsige Steinböcke werfen einen Blick auf uns herab und wir sehen auf der anderen Talseite den Riffelsee mit der gleichnamigen Hütte davor. Und der zweite auch noch und der dritte auch noch und der vierte kracht ein, dann ist nun mal kein Thema. Wollt ihr ein Familienfoto vom Gletscher? Da ist sie ja, die Braunschweiger Hütte. Mit der Gewissheit, bald oben zu sein, machen wir nochmals eine kleine Pause. Geschafft. Nach und nach laufen alle ein und versammeln sich zunächst auf der Terrasse, während Georg sogleich mit Silly, der Hüttenwirtin, die Quartiervergabe regelt.